Wasser? Wasser finde ich schlecht. Ich mache meine Lampe an. Sag mir nicht, ich hätte mein... Natürlich. Ich habe auch den Dolch nicht. Es ist doch alles Verarsche. Begründe. Geh mal hier lang, mal gucken, was da passiert. Kann ich das aufmachen? Ja, kann ich. Dann kann ich ja die Lampe ausmachen. Die Mutation in Phase 3 schreitet mit einer Geschwindigkeit voran, die nicht einmal ansatzweise beziffern kann. Und hat mittlerweile auch die örtliche Fauna befallen. Ich kann mein Bedauern kaum in Worte fassen, dass ich für diese armen Wesen empfinde, die zu gefräßigen und explodierenden Monstern mutiert sind. Alle Versuche, die Veränderungen in den seltsamen Sporen oder Kreaturen umzukehren oder zu verlangsamen, waren erfolglos. Ich habe Bürger gebeten, alles im Auge zu behalten und Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Sicherheit des Labors zu gewährleisten. So schrecklich die Situation auch sein mag, ich bin mir mittlerweile sicher, dass Rohwissenschaft ein Katalysator für Wachstum und Veränderung ist. Das ist schön, dass du dir da sicher bist. Ach du Scheiße. Hi. Na? Ich laufe mal hier so durch, ne? Müssen wir Streit anfangen, wir zwei? Ja? Okay. Das war nur eine ganz spontane. Es war eine Frage. Es war eine Frage. Du. Um Himmels Willen, hat er sie noch alle? Ich muss da weg. Was willst du machen, Alter? Der killt mich. Bin ich tot? Warum bin ich denn jetzt schon gespawnt? Und vor allen Dingen wo? Hä? Och nein! Ach komm, leck mich, ey. Ach, das ist doch beschissen, ey. Ist ehrlich. Das ist doch. Das hat doch alles gar keinen Sinn. Ich habe überhaupt nichts gedrückt. Naja. Ist egal. Ich kann's nicht. Was soll ich machen? Ja, ich warte jetzt hier, bis ich ersoffen bin. Hab keinen Bock. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie es mich gerade nervt. Ja, tschüss. Was auch immer du jetzt alle verlierst. Boah. Naja. Ist alles egal. Alles egal. Ich kann es jetzt eh nicht ändern. Es ist beschissen. Ah, ja, hier ist eine Spinne. Leck mich. Hier ist noch eine. Leck mich auch. Kein Bock mehr. Ich will jetzt ein neues Werkzeug bauen. Und mir eine Überlegung einfallen lassen, wie ich diesen Marienkäfer kille. Das wird nie was. Dafür bin ich leider Gottes wahrscheinlich zu blöd. Ich hätte mal eine Idee. Nicht mal eine Idee hätte er. Ja, trink das. Dann geh hier rein. Tür zu. Drei Leder raus. Es ist alles ein bisschen traurig. So, wo ist mein... Ich hätte... Ah, da habe ich keinen von. Ah, ich könnte... Warte mal.
Nee, nee, nee. Ich brauche. Ich habe keine Ahnung, was ich brauche. Das da. Ah, habe ich nicht. Gut. Müssen wir mal hochgehen. Können wir das kurz herstellen, den Käse? Das wird die Sache schon mal deutlich leichter machen. Ich möchte den gerne herstellen, danke. Und dann brauche ich eigentlich. Es ist ein Knochendolch, ne? Ja, eigentlich ist es ein Knochendolch. Das ist doch nichts mehr. Ich habe keine Knochen. Ich habe keine. Das ist das Problem. Und was anderes? Ich habe den Knochendreizack, aber das scheint ihm anscheinend nicht zu gefallen. Weil das wahrscheinlich nicht das ist, was ich brauche. Ich bräuchte ja was zum. Naja, zum. Das ist ja hier auch gar nicht angezeigt, ne? Hier so Hackwerkzeug oder wie ich das dann. Das hier macht. Das hier macht. Das ist ein Tauchermesser. Ja, das ist eine wassertaugliche Waffe. Das ist alles. Ich hätte das Messer gebraucht. Das ist es. Das liegt aber bei den ganzen Larven da unten. Es gibt bestimmt eine Rüstung, die bei den Larven optimaler ist als das, was ich besitze. Da bin ich mir sogar sicher, dass es das gibt. Es gibt mir was zu trinken. Mal gucken, wie viel von meinem Essen schon verrottet ist. Geht. Gut, 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 gut. Das ist ganz gut. Das ist ganz, ganz gut. Ich müsste. Ja, ich muss es schon leider schon wieder reparieren, alles. Es ist halt auch alles im Eimer. Was haben wir denn hier eigentlich für Mutationen? Habe ich irgendwas, was mir da was taugt? Und wie kann ich die Mutationen hier durchwechseln? Wie geht denn das? Da habe ich Speerwerfer. Trainierte Lunge? Das hilft mir nicht. Parademeister. Schwertmeister. Barbar. Ein Hacker. Speerwerfer. Ein Heißsporn. Gas. Ich dachte, vielleicht habe ich was gegen Gas. Hier habe ich was mit Giftresistenz. Das finde ich schon mal ganz passabel. Wie viel kann ich denn? Zwei. Warte mal, da war was mit Schnelligkeit. So, das schließen wir. Hervorragend. Pass auf. Ja, das Problem ist, ich muss halt leider Gottes. So ungern ich das will, ne? Ich bin leider dazu gezwungen, nochmal in die Richtung zu laufen und wieder in das Labor zu gehen. Aus mehreren Gründen. Ich muss ja erstmal diesen Marienkäfer vorbei, wo ich noch keinen Plan habe, wie ich das anstellen soll, weil ich nicht mal weiß, wie ich den killen soll. Der beschießt mich ja als mit irgendwelchen Pferdeäppeln. Ja, ich muss der Sache vermutlich ausweichen, das ist mir klar. Ich kann aber vielleicht auch einfach dran vorbeilaufen, ohne den killen zu müssen. Und das wäre mein Plan. Was passiert hier? Ich mache gar nichts. Ich bin nur hier anwesend und irgendwie würde ich auch gerne den Knochendolch wieder haben. Aber oh nein, nicht in irgendwelche Schluchten springen, Digga. Das ist eine schlechte Idee. Ich könnte hier mit diesem Marienkäfer üben, aber nö. M-m. Gar kein Bock. Das nächste Problem ist, dass ich jetzt vergessen habe, wo ich hin muss. Da hinten wackelt's Gemüse. Haben sie bestimmt irgendeine pestverseuchte Spinne hingesetzt. So, warte. Hier irgendwo muss der Eingang sein. Wurf außer Atem zu sein. Du Nichtskönner. Was ist los mit dir, ey? Wir laufen hier 2,50 Meter durchs Gelände und du bist schon wieder fertig mit dem Nerv. Hier war ich auf jeden Fall schon mal. Das ist toll. Das ist hervorragend, dass ich hier schon mal war. Da oben vielleicht. Ich könnte es mir vorstellen. Hier ist ein Spinnennetz. Und das ist verhältnismäßig groß.
Wo ist denn jetzt hier der Eingang zu dieser Lunte? Da. Da ist der Eingang zum Bürgerbüro. Da gehen wir rein. So, mach Tür auf. Ich habe die eine oder andere Frage. Kann ich... Oh, war das eine Kiste? Oh, da ist nichts, was mir was nützt, wie immer. Wir können erstmal ein bisschen Wasser zu uns nehmen. Das ist erstmal schon ein guter Anfang. Können die nicht einfach in jede Forschungsstation ein Bett stellen? Das würde der Sache doch wohl helfen. Dann würde ich jetzt sagen, ich lege mich eine Runde aufs Ohr. Und jetzt hier chillig. Ich hätte jetzt zumindest das Hackwerkzeug. Und könnte womöglich die Explosionen vermindern. Ich hab's doch gesehen. Geh mir den Keks, Junge. Was explodiert denn hier? Ah, es hängt über mir. Entschuldigung, das habe ich natürlich nicht gesehen. Ist ja klar. Ich hack erstmal den Raum hier in Klumpe. Damit wir hier eventuell durchkommen, ohne dass ich alle 10 Minuten Schiss haben muss, dass ich explodiere. So. Ich meine, vielleicht ist es auch nicht ganz so clever, direkt nach der Explosion... Ja, der in der Mitte, da gehen gar nichts machen. Was war hier? Ah, hier war der Schalter für irgendein... Ach, der ist bestimmt der Schalter für die... Wie die Tür mit dem Marienkäfer drin. Naja. Oh, hier liegt eine Kassette. Versuche das Zellalter von Pilzen umzukehren. Scheinen gut zu laufen. Mutationen sind sprunghaft, aber produktiv. Der Übergang von Phase 1 zu Phase 2 war fließend. Für diese Schwummrigkeit mag es einen Grund geben, wenn ich so... Naja, wer hat dich überhaupt gefragt, Birgit? Solltest du dich nicht deinen Aufgaben widmen, anstatt über die Gegensprechanlage zu lauschen? Hm? Also, wo war ich? Ah ja, meine Freunde hier. Marasmius Oreades. Was denn so heißt. Die Antwort ist, sich in diesem feuchten, geschmeidigen Fleisch zu verstecken. Und sobald ich es habe, werde ich in kürzester Zeit wieder der normale Wendell sein. So wie es war, bevor alles auseinanderfiel. Ich werde in diesen Präsentationsraum gehen und diesen ominent Trotteln zeigen, dass ich dazugehöre. Wie gefällt Ihnen das, Direktor Smektor? Trudy und die Kinder werden zurückkommen. Alles wird wieder normal sein. Ich muss nur diesen verflixten Pilzen ihre Geheimnisse entlocken. Verzeihen Sie, Dr. Tully, sagten Sie, Sie möchten Pilze darauf haben? Du hast gefunden Hirnschmalz. Okay, das wird hier wohl Phase 1 sein hier, der normaler Pilz. Das ist dann Phase 2. Und das vielleicht Phase 3? Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall hat er, glaube ich, keinen Erfolg mit seinem Kram. Ich will jetzt nicht so unoptimistisch klingen, aber... Im Grunde fühlt sich das nicht an, als hätte er hier... Ja, na klar. Ich sei nicht so, dass ich versucht habe, es kaputt zu hacken. So, warte mal. Ich gehe mal die Sporen kaputt machen und dann machen wir hier diesen Nebelpilz weg. Das ist hervorragend. Das läuft. Warte, da habe ich was gesehen. Ach, man kann auch in die Richtung laufen, oder was? Moment, ich müsste meine Fackel mal rausholen. Dass die Sache auch Sinn macht. Naja, hier hinten haben wir Hirnschmalz.
Pure Wissenschaft. Und hier ist... Oh. Ich hab Befürchtungen. Verdächtiger Schnappschuss. Und hier haben wir Aufklärungsnotizen Spezialeinheiten. Wenn ich jemals diesen Smack da in die Hände kriege, das ist hier übrigens das Expeditionsmitglied D. Reed. Abteilung externe Spezialeinheiten. Also wenn er den Smack da in die Hände kriegt, werde ich ihn wie einen trockenen Billyhock entzweibrechen. Er saß dem Kommandanten wegen diesem bescheuerten OSC-Projekt monatelang im Nacken. War komplett überzeugt, dass es die Zukunft der Kriegsführung sei. Ich bin mir nicht sicher, wie ich den kürzeren ziehen konnte, aber am Ende wurde ich als Freiwilliger für eine augenscheinlich ziemlich normale Mission gemeldet. Ein bestehendes Basislager in der Abwurfzone besetzen, Grundlagen für die OSC-Operation schaffen, einige Schwächlinge in der Wildnis hüten, leichte Aufklärungsarbeit nicht ausplaudern, keine Kontaktaufnahme. Recht einfach, wenn sich das Kleingedruckte nicht wie ein Horrorroman lesen würde. Wie dann die Wirklichkeit aussah? Diese Wildnis ist der große feindliche Garten eines gefeuerten Typen, der mit Albtraumraubtieren und verrückten Experimenten gefüllt ist. Deine Basis wird gelegentlich von einem 100-Meter-Kind besucht und keiner der Nerds, mit denen du feststeckst, möchte zusammenarbeiten, also bist du auf dich allein gestellt. Handfeuerwaffen und leichte Waffen funktionieren nicht in diesem Maßstab, also kannst du hoffentlich gut mit Stöcken und Steinen umgehen. Oh, und du wirst auch wie Finger in der Badewanne verschrumpeln. Hier ist dein Einzelfahrschein. Vielen Dank, Ominent. Man könnte meinen, dass das Fracksausen genau dort seinen Höhepunkt erreichen würde, aber das bringt uns zu der Situation, in der ich mich derzeit befinde. Ich machte gerade ein Foto von einer seltsam leuchtenden Patrone, als eine Notabschaltmeldung durch dieses unterirdische Labor hallte. Ich rannte, um da verdammt nochmal rauszukommen, wurde von einer Explosion erfasst, die diese Höhle erschütterte, wie ein hungriges Kind, das die Krümel aus der Tüte Chips schüttelt. Ein dichter Nebel kommt herein und bringt eine Armee gruseliger, explodierender Käfer mit sich. Sie haben mich nicht bemerkt und dieser Einschluss, in den ich gestoßen wurde, scheint im Moment Atemluft zu haben, aber ich werde den Tag nicht vor dem Abend loben. Wenn ich es nicht schaffe, sagt Mama, dass ich sie liebe. Big D, over and out. Ja, gut. Das war also der Big D. Ich habe das Gefühl, der hat's nicht geschafft. Ist nur eine Vermutung. Ich persönlich glaube auch nicht, dass ich es schaffen werde, aber das ist eine andere Sache. Wir können ja hier nochmal gucken. Vielleicht liegt ja hier noch irgendwas rum. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehe. Erstmal ist gleich meine Lampe aus. Das ist erstmal gleich der richtig schöne Teil. So, da ist der Marienkäfer. Und hier weiß ich nicht, was hier so ist. Wo geht's denn da hin, wenn wir das kaputt machen? Aber ich kann es ja nicht kaputt machen. Das kann ich ja nicht. Warte mal, das sind... Da kann ich durchschwimmen dann. Okay, ja, das sehe ich ein. Feuchte Wurzel. Aber das kann ich nicht hiermit, ne? Ne, das braucht ein Hackwerkzeug. Okay, warte mal, das ist doch ein Hackwerkzeug eigentlich. Das kann ich hier unten nicht benutzen. Alles klar, dieses Thema ist gegessen. Okay, jetzt bin ich ja dann auf dem Weg. Ich habe ja, das ist ja nur, weil ich mein Hackwerkzeug verloren habe. Das liegt in meinem Rucksack irgendwo am Arsch der Welt. So, Moment. So, ich hätte jetzt hier ganz viel. Also ganz viel Zeug, das ich nicht brauche. Wir könnten... Aber warte mal, hier, das ist für... Was macht denn das? Das macht hier... Was macht denn das hier? Wir nehmen das mal. Ich hake mit... Ich hänge mir das mal an mich. Ich mach das mal. So, dann machen wir das. Okay, hier unten ist schon mal kein... Hier unten ist anscheinend schon mal kein Gift. Das könnte die Sache leichter machen. Könnte. Macht es aber nicht. Hier haben wir ein bisschen was davon. Habe ich vielleicht noch was zu trinken dabei? Gut, wir trinken erstmal einen Schluck. Oh mein Gott, ich habe keinen Bock auf den Käfer. Ah, der spawnt auch jedes Mal frisch. Ah, zumachen kann ich es auch nicht. Ich könnte natürlich versuchen, hier stehen zu bleiben. Ja, das da stehen bleiben, das hat nur den Haken, er kann hier rein. Ja,
Er kann hier rein und ich nicht mehr raus. Das ist ja super gelaufen, Digga. Super gelaufen. Die Dinger kann ich nicht kaputt machen. Naja. Okay. Das war dumm. Wie immer. Naja, du musst halt aber hier draußen muss die Gasmaske aufsetzen. Drinne ist halt geschützt. Naja, gib mir mit eurem Larvkram nicht auf Keks, ey. Da kein Bock drauf. Geh weg. Oh, oh, jetzt kommt da noch so ein rödlicher Marienkäfer durch die Hecke gelatscht. Ach ja. Habe ich erwähnt, dass mir der Käfer ziemlich auf den Keks geht? Oh, Moment. Ich kann ja hier jetzt schon wieder rein. Das ist hervorragend. Das heißt ja, eventuell kann man hier schon das aufsetzen. Ich habe kein, das einzige, das nächste Problem, ich habe nicht mehr so viel, was mich heilt. Das ist auch vielleicht schwierig, will ich mal sagen. Ja, wir knallen uns erstmal mit Futter voll. Riecht hier noch was? Nee, da war nur... Ja, wie gesagt, ist jetzt ein bisschen... Ist jetzt ein bisschen schwierig, die Sache. Weiß ich nicht, was wir da jetzt machen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe einfach Angst. Ich mach's einfach ganz banal. Ich renne einfach ein bisschen hier drin rum. Und lass mich ein bisschen von dem anfisten. Genau. Ah, ich muss da drauf drücken. Das ist natürlich ein schlechtes Signal. Dass ich da drauf drücken muss. So, dann kloppt mir den Marienkäfer weich. So, warte. Ja. Ah, ich kann jetzt nicht, weil ich keine Ausdauer habe. Das ist hervorragend. Jetzt fliegen hier wieder Rattenbälle durch die Gegend. Ah, er hat mich gehittet. Das ist schon mal gut. Ich mach mal die 8. Und hoffe ernsthaft drauf, dass das was wird hier. Ah, ich habe zu früh losgelassen. Das ist auch dumm. Wir könnten natürlich... Ich glaube, ich habe gekillt. Aber
wir jetzt noch den kaputt.